sehen uns auch. Reitschuster.de. Die Farbenlehre des Corona-Impfstoffes. Die ist dem Professor für Chemie, Jörg Matisek von der Universität Leipzig, verdächtig. Er sagt, das stimmt nicht überein mit dem, was im Beipackzettel steht. Und darum hat er und andere Kollegen, die haben zusammen an BioNTech geschrieben, haben dann nur eine sehr ausweichende Nachricht bekommen, haben dann nochmal hingeschrieben und sie kriegen keine Antwort. Sie haben dann an das Paul-Ehrlich-Institut geschrieben, die oberste Bundesbehörde, die für die Impfstoffe zuständig ist, und auch die antwortet nicht. Gespräch mit mir hat der Professor sehr ausführlich erklärt, was ihn so stutzig macht bei diesem Impfstoff. Ich kam immer wieder völlig außer Atem in diesem Gespräch, weil ich das kaum glauben konnte. Und er selber ist zweifach geimpft, sagt mit der dritten Impfung, stopp, jetzt wäre ich schon zu weit für YouTube, sonst kommen hier wieder die Zensoren. Also unglaublich, was er erzählt, was ihm da alles aufgefallen ist bei den Stoffen. Unglaublich, was er erzählt, was da beim Kontrollieren dieser Stoffe vom Paul-Ehrlich-Institut alles daneben geht. Das Interview, wie gesagt, hier würde es zensiert. Deshalb auf diesem Wege ein Ansager. Gehen Sie mit mir ins freie Internet, gehen Sie mit mir ins zensurfreie Internet, gehen Sie mit mir auf Rumble und Odyssey. Ein kleiner Klick für Sie unten und schon sind Sie da, wo es keine Zensur gibt und wo man uns nicht betreut informieren will. Alles Gute, danke, ciao. So, Reitschuster.de.